Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück undercover in der Zombie-Apokalypse. Wir sind hier geparkt und ja, wollen rausfinden, was es mit diesem Call da auf sich hat. Und dabei ist wieder die liebe Sandy. Hallo. Hi. Guten Tag. Ich setze mich jetzt in irgendein Ding, wenn ich mal reinkommen würde. Ein bisschen, Ich will den Gabelstapler rein. Skillpoints haben wir nochmal verteilt. Ich will nämlich in die Werkstatt. Dieses, genau, Skillpoints Auto Repair. Da bin ich nämlich auch gerade davor. Da sind echt übelst viele Zombies. Hier fahre ich jetzt über einen Haufen, damit ich meine Ruhe habe. Ich schleiche gerade bis zum Gabelstapler und verteile Headshots. Leute, ich habe auch den Gabelstapler geschnappt. Fast wie auf der Arbeit. Du hast ja gesagt, da findet man irgendwas drin, ne, in der Werkstatt. Dann ja. Schlüssel in den Handy oder sowas. Kannst ja auch die Gabel hochfahren. Ja, irgendwas war da, ich weiß nicht mehr genau. Echt, wie fährt man die denn hoch? Warte mal. Ah, cool. Steht immer nebendran, wenn wir den Autos da über der Gesundheitsleiste. Kann ja mal schön. So fährt man immer mit einem Gabelstapler. Oh, muss aufpassen, dass du nicht umkippst mit dem Ding, ey. Lass mal hier plätten. Die kriegst du ja nicht alle geplättet mit dem Teil. Nee, echt nicht. Ah, da kommen nochmal die dummen Freshies. Bin ich fast umgekippt. Ich glaube, ich hatte dort einen Panic Room drin gefunden sogar. Oh, okay, muss ich mal gucken. Jetzt habe ich erstmal schön mit einem Eishockeyschläger hier einen Finishing Move gemacht. Oh, ist das laut, das Spiel. Oh ja. Ich habe das doch erst leiser gemacht. Oh, will eigentlich zu dem Gas. Sammelobjekt. Doch, glaube ich, in den Schlüssel ist es. Mal sehen, für was. Ist bestimmt für den Panic Room, oder? Ja, ich meine, ja. Also ich glaube, so war das irgendwie. Oder du hast einen Käfigschlüssel und da unten war ein Käfig oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Verdammt, pass auf den Lack auf! Oh, Scheiße, hat er mich gebissen. Pass auf den Lack auf, macht er. Und Football. Nee, Football, Baseball. Verwechselt. Entschuldigung. Fast dasselbe. Jetzt Level Up gehabt, auch nicht schlecht. Jawohl. Wow. Eine Schweißermaske ist hier. Ich habe Freshy gerade den Arm abgeschossen. Eine Schweißermaske auch. Und immer noch die schöne Yoga-Hose an. Oh, ab, Freshy. Ich bin die Beine weggehauen. Zack. Oh, 60 Freshies erst getötet. Was ist mit dir los? Der packt sich nicht. Wo hast du denn Freshies gefunden? Die sind hier in der Menge drin gewesen bei mir. Ich glaube, das ist ein bisschen random. Ah, jetzt aber. Stimmt, der war bei mir auch Freshy drin. Den Partei 50. Hier ist ein Mobiltelefon. Im Regal. Ah, okay. Die Satyre. Ah, ich glaube, das habe ich. Dann noch irgendwas zu sammeln? Da wird mir immer noch eingesetzt. Ach, der Panic Room bestimmt. Oh, da liegt eine Flinte. Mal die Schränke öffnen, dann gibt's schön Schrott. Stahlbonbon. Kann man den wieder verwandeln? Nee, kann ich nicht. So. Die Knallbombe ist cool. Ich guck gerade, wo der Panic Room war. Ah ja, da unten, da ist so ein Seitengang, da ist auch dieser Käfig. Den habe ich schon geöffnet, okay, da war glaube ich ein Blueprint drin. Der Seitengang oder der hinten? Hier ist ein Büro. Ja, nach dem Büro ist noch eine Tür rein. Und der Hinterausgang quasi. Da ist ein Schlüssel. Ah, okay. Zwei Schlüssel sind hier. Hier sind da ein Haufen Zombies. Liegt ein Zombie auf der Theke. Nussknacker kann ich bauen. Machen wir doch. Nussknacker. Hier ist noch cool, ein Falschi zwischen. Bauen wir doch mal. Nussblaster. Ja, der ist auch geil. Das hab ich auch irgendwann. Hier und Tee. Den Tee nehmen wir mal mit. Ja, irgendwie ist die Pumpgun meine liebste Waffe hier. So gut, ey. Oh, wie eine Maschinenpistole ist der Nussblaster. Ja, genau, deswegen. Und er hat so viel Schuss auch noch dabei, ne? Da bin ich. Durch Massen Zombies gelaufen, ey. So. Scheiße! Wo sind die Pistole? Kaliber 50 auf. Ach, hier ist der Bauplan. Den habe ich jetzt gefunden. Genau, und dort muss auch irgendwo der Schalter an der Wand sein und der den Panic Room öffnet. Oh, schade, den. Man kann ich nicht aufschließen, obwohl wir zwei Schlüssel gefunden haben. Ich glaube, den findest du unten im Panic Room, wenn das sein kann, weil ich habe den aufgemacht. Ich habe mir jetzt auch aufgemacht. Mal gucken. Also, ich meine, den Schrank habe ich aufgemacht. Achso, okay. Das muss irgendwo im Panic Room, glaube ich, sein oder so. Irgendwo muss ich den ja herhaben. Bin ich auf Klo?
noch ein bisschen Schrott sammeln. Haben wir ja schon so viel. Die müssen wir mal ausgeben. Hier ist eine Tommy Gun. Echt? Nee, eine automatische Schrotflinte. Schade, sah so aus. Ja, genau, stimmt. Die habe ich nämlich auch im Inventar. Da habe ich die dort aufgehoben. Gut zu wissen. Was tausche ich denn die aus? Ich habe ja fast alle Slots belegt von Waffen. Waffen kann ich denn tragen? Ah, 7 Schusswaffen von 8 möglichen. Wow, cool. Sturmgewehre, mal sehen, die vielleicht noch austauschen. Also ich habe keinen Schlüssel gefunden hier. Hm. Ach doch, hier ist er. Ah, gut. Kennen Sie Auto, Käfigschlüssel? Ja, genau, das ist er. Kopfschmerztabletten noch ein paar mitnehmen. Ich nagel euch alle! Warte, du nagelst alle? Du bist ein halber Ferkel. Ich habe Nagelpistole. Ja, ich hätte auch behauptet. Dann mache ich jetzt mal den Schrank auf. Was ist hier? Mechaniker-Outfit? Nee, das will ich nicht. Ich habe eine schöne Lederjacke. Mal gucken, was war da schon? Das Haftbombe. Na toll. Gibt's hier noch irgendwas in der Werkstatt? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste, nö. Oh, da ist wieder ein Freshie. Nicht anfassen, Penner. Der steht ja immer noch auf. Sag mal, wie lange lebt denn der? Ja, die haben echt Power. Ja, eben auch vom Blaster von gestern habe ich den weggeballert und der hat trotzdem nochmal aufgestanden. Ich habe mir selber mehr Schaden damit zugefügt als ihm. Das ist hier ein Leichenwagen. Das wäre doch das Optimale, ja. Boah, das ist Ghostbusters Auto. Oh, hier ist schon wieder ein Freshy. Ja, Leichenwagen. Ich habe Leichenwagen gefunden. Erinnert sich ein bisschen an GTA. Yeah, Wickenau Ghost. Das sieht irgendwie aus wie Ghostbusters Karren. Also, lol. Gern geschehen. Geh mal wieder rein und schnapp mir den Gabelstapler. Da war eine Biene, also gern geschehen, hat er gerade ausgerufen, nachdem er ihn platt gefahren hat. Hier muss noch irgendwas. Ach nee, das ist der Bunker, der angezeigt wird. Hier muss aber noch irgendwas zum Sammeln sein. Der zeigt mir immer noch was an. Was zeigt er denn an? So ein lilanes? Nee, so ein weißes. Aber ich kann es nicht erkennen, was. Achso, ich habe nur ein weißes Auto unten und so ein lilanes Ausrufezeichen. Ja, dann ist das Auto. Wo fahre ich denn jetzt hin? Hier geht's ja nirgendwo weiter, ne? Nee, aber wir sind ganz nah am Zielpunkt eigentlich. Kommen wir da schon hin, oder was? Ich weiß nicht, wir waren im Hotel, wir waren im Likörladen, wir waren jetzt in der Werkstatt. Irgendwo habe ich noch einen Zementschlüssel gefunden. Den hast du ja auch, glaube ich, jetzt gefunden. Das poliere ich weg. Ich mehrere Schlüssel gefunden, ja, aber ich weiß nicht, wo man die einlöst. Nee, ich auch nicht. Da muss irgendwo so eine Zementfabrik oder sowas, weiß ich, in der Art sowas sein. Na, hier sind ja noch ein paar Gebäude. Ach, hier ist noch ein Graffiti hinter dem einen Haus. Bei der Werkstatt. Noch fotografieren. Oh, okay. Das ist cool. Der Freshie denn von mir? Verpiss dich. Verpiss dich. Ich will doch bloß ein Foto schießen, lass mich doch mal in Ruhe. Boah, da läuft ein Gegner mit einer Exo. Bei mir nicht. Boah, ich hätte 10 Exo-Soldaten. Ja, krass. Kommen jetzt auch einfach mal so vor oder so. Ich lag aber unternehmen. Ich will doch bloß ein Foto machen, lass mich doch mal in Ruhe. So. Mein Hammer fressen dürfen, der Penner. Da ist schon wieder ein Freshie, vor allem wie die rumrennen, die rennen dann an mir vorbei. Ja, die. Ich weiß ja auch, was die da vorhaben immer. Da liegt auch noch eine Knarre. Dankeschön. Ich hab grad Zaunfehler. Okay. Nur wieder in den Gabelstapel. Ah, hier steht noch eine andere Karre, die hätte ich vielleicht auch nehmen können. Oh, die nehme ich mal, die ist größer. So Tesla-Schuhe. Und schön Musik wieder. Ich habe die hier. Da ist der Likörladen. Mal gucken, wo ich jetzt hingehe. Ich muss mal gucken. Können es haben. Ah ja, auf dem Weg dorthin sind, glaube ich, noch weitere Gebäude. Da hinten ist noch eine Art Feuerwache oder sowas, sehe ich. Da war ich doch schon drin, hatte ich dir doch erzählt. Ah, genau, stimmt. Ja, kann mich jetzt erinnern. Da war ich nämlich noch nicht. Da gehe ich mal dorthin. Ui. Gehen wir drüber. Guck mal, was hier noch so schönes ist. War ich da vorne in dem Laden schon? Bei der Feuerwache? Da kommt man gar nicht rein. Schade. Ich glaube, ich bin auf dem Weg zum Safe Point. Hier ist ein Laden. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Da sind jedenfalls obskures Leute.
Ich habe hier Tesla-Spulen aufgestellt. Ich hab schon wieder Soundfehler. Erste Hilfe, Kasten. Was gibt's hier noch? Axt. Kampfaxt. Den nehmen wir doch glatt. Oh, scheiße. Na, da ist wieder ein Schlüssel oder ein Sammelobjekt. Keine Ahnung. Nagelpistolen? Nee, doch nicht. Was zum Bauen. Aber hier ist doch bestimmt was versteckt. Einsammeln. Das sind Edelsteine. Ach, hier war ich doch schon. Das ist der Friseur. Ach so. Aber hier ist noch was im Einsammeln. Eine Zeitung, die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Aber das Haushaltsrein ja drauf. Muss ich erstmal runternehmen. Aus der Asche. Ich will den Haushaltsrein ja gar nicht. Toll, die hat aber nicht eine weite Range. Hier war ich doch überall schon. Oh Mann. Ach, hier ist noch eine Truhe. Hab ich letztes Mal gar nicht gesehen. Die Musik ist gerade total dramatisch. Lol. Ja, diese dramatische Musik. Ich bin jetzt in der Feuerwache gleich drin. Hab mich halt durchgekämpft hier. Durch die Menge. Scheiße, meine Glashandschuhe gehen fast kaputt. Das sind so geil. Geh mal weiter. Mit dem Pickup hier gibt es doch bestimmt noch mehr zu erkunden. Ich bin am Leben! Ich lauf nicht. Nein! Auf mich zu beißen, Penner. Halt, stopp! Will ich die nicht überfahren? So, ich bin jetzt endlich mal drin in dieser Werkstatt. Was ist denn das hier? Totschlaghammer. Oh, 50 feindlich gesinnte Überlebende getötet. Oh, hier ist wieder ein Laden oder irgendwas. Ist das ein Chicken Fire? Was? Freebirds Gun Check. Okay. Okay, gucken wir mal, ob wir da was finden. Ein Musket oder was? Nee, eine Schrotflinte. Kann ich aber nicht nehmen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Gibt's Klamotten, Jägerhosen. Ich zieh mir mal eine neue Hose an. Die Yoga-Hose ist langsam langweilig. Aber echt, ich muss mich auch ständig umziehen, wenn ich was Neues entdecke. Frank, das Model und eine Trapper-Mütze. Cool, die nehme ich auch. Oh, cool. Nehme ich über die Jägermütze? Nee, ich nehme die Jägermütze, die sieht cooler aus. Ich zieh mir mal eine Sportbrille an, die sieht cooler aus. Echt? Als die Damenbrille. Boah, ein Köhl, ey. Muskete. Die haben ja einen eigenen Billardtisch. Ich glaube, ich werde Feuerwehrmann. Nein. Ah, hier ist eine Zeitung. Nee, doch eine Zeitung, oder? Nee, ein Buch. Kritische Treffer mit Elementarschaden, Sprengstoff. Ich habe was gelernt. Lecker. Mhm, das cool. Ist ein zum Lernen Buch. Oh, das ist cool. So Lehrbücher sind richtig cool, ne? Hat man, glaube ich, noch gar nicht gefunden, ne? Das nee, ist das erste wir hätten Eigenscheins kaufen können irgendwann mal. Ja, aber das ist so teuer. Ja, genau. Oh, jetzt wird es hier dunkel drin, ne? Du bist mir eine Notiz wert. Oh, hier ist total dunkel. Oh, hier ist wieder ein Bunker oder was? Boxschuhe. Cool. Verschlossen. Schade, dafür habe ich keinen Schlüssel. Haben wir hier lauter Knarren? Alter. Der Köh ist so der rammt die dem in den Bauch rein und dann spritzt überall Blut hinten raus. Oh, was ist denn hier? Mobiltelefon in der Feuerwache gefunden. Okay. Lass meine Kamera wieder anmachen. Hier in dem Schießstand ist so. Ach, hier ist. Kann man ein Foto schießen irgendwo? Ah. Aber ich weiß nicht wo. Das hat eben angezeigt. Ah, hier ist ein Graffiti. Ja, doch, das hat irgendwas angezeigt. Ah, super. Hm. Oh, schade, da kommt man nicht drüber. Ah, doch, Mist.
Da habe ich auch die ganze Yogamatte und den ganzen Kram hier. Hier ist ein Bunker, den hätte man öffnen können, aber wir haben keinen Schlüssel dafür, so eine Scheiße. Ist, ja. Das müsste mal echt. Will nicht sterben. Ich habe Pech gehabt, ich kann dich da leider nicht rausholen. Der arme Kerl, ey. Du bist eine Sie. Ach so, oder so. Bei mir ist das zumindest. Einfach allein gelassen. Aber irgendwo muss doch der Schlüssel sein dafür. Weg hier. Und vielleicht im Büro? Oh, ein Freshy. Oh, cool, ich kann eine Elektroaxt bauen. Oh, geil, ey. Wo ist er? Ich hab's ja doch eben gesehen. Jetzt so. Kommt die gemeine Sandy raus. Bier, was? Ein Bieröffner? Ein Brieföffner, oder? Ein Bieröffner. Bieröffner. Wäre auch nicht schlecht. Aber hier ist kein Schlüssel. Ein Korkenzieher oder sowas wäre auch nicht schlecht hier im Spiel. Guck hier nicht drin. Nee, auch nur ein Brieföffner. Wix Upload ist hier wieder einer. Ah, okay. Bestimmter Text. Ja, wir werden jetzt auch ein bisschen die Stadt erkunden, um mehr Sachen zu finden noch. Deswegen machen wir das alles. Oh. Ich quatscht. Ach du Scheiße! Okay, das war schon, kannst wieder reden. Okay. War ja, nicht viel. Wir machen jetzt nicht nur die Hauptziele, wir machen jetzt immer so ein bisschen noch hier die Stadt erkunden und so nebenbei, um alles, um noch viel mitzunehmen, natürlich auch aus dem Spiel. Genau. Es gibt ja auch die ganzen, also hab ja schon viele verschiedene Exosuit-Upgrades gemacht, aber ich würde ja zum Beispiel mal hier gerne die Vakuumpumpe, Vakuum-Power-Up auch noch dran knüpfen, weil ich frag mich, was er dann macht, ey, mit dem Exosuit. Oben habe ich eben auch noch irgendwas gesehen, was ich noch nie drauf hatte. Ah, Kranhaken habe ich gerade gesehen. Kann man sich wohl auch an die Exosuit dran bauen. Stimmt richtig, Knorke. Ah, okay. Ein Kranhaken, kommt bestimmt cool. Was ist das hier? Jetzt bin ich bei irgendwas anderem. War ich hier schon drin? Hier ist auch eine Werkstatt. War ich da schon drin? Nee, ich glaube nicht. Achso, hier ist ein Selfie. Oh, das ist schon wieder ein Freshy. Der ist aber ein bisschen doof. Ja, das ist, sind eben Zombies. Vielleicht finde ich hier einen Schlüssel, mal gucken. Hinten los. Aber das sieht schlecht aus. Seitengasse. Was gibt's durch? Kappe. Der springt. Was? Ich hab gesagt, der soll mich durchlassen, der fliegt doch gleich in die Luft. Ich hab einen Nachtpumpe an den Kopf und bin nicht vorbeigekommen an den. Hier gibt's eine Flasche Cola, eine große Limo wird sie hier erinnern. Aber ich finde keinen Schlüssel für den Molotow-Cocktail, wollen wir auch nicht. Warum ist hier nur so ein Schlüssel? Aha, hier habe ich noch einen Bauplan entdeckt. So eine Art Lokal hier oder kann was? Ich auch, glaub, was bauen. So sieht's aus. Bonbon kann ich bauen. Bonbon. Ah, Nusskracher. Was ist ein Nusskracher? Spannend. Bonbon und jetzt noch was. Oh, jetzt fliegt er wieder mit in der Luft. Zuckerstange zum Kämpfen, auch nicht schlecht. Ah, das ist ja nirgendwo ein Schlüssel. Schränke zum Aufmachen. Gibt's wieder Action. Folge ist übrigens zu Ende. Okay. Boah, ey. Ich bin jetzt gerade. Lass mal durchmetzeln. Ich ja. Auch, deswegen. Ganz, war sehr schlecht. Ganz schlechter Zeitpunkt. Weil ich bin in dem Laden drin und werde ja eingeengt. Da kommen laufend Zombies nachgerückt. Oh, was habe ich denn da gefunden? Riesen Streithammer. Lol.
Das rein zufällig. Ich wollte eigentlich schon Medikit aufnehmen. Dann mach ich mal mit dem den Weg jetzt hier ein bisschen frei. Komm, ich will noch einmal die Special. Echt langsam. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe die Schränke hier öffnen. Ah, jetzt habe ich Special. Jetzt kommt immer noch. Ich hoffe ja immer noch, dass ich einen Schlüssel bekomme, aber hier wird nichts angezeigt, also wird es hier auch nichts geben. War lauter Schrott. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Luft verschafft hier unten. Brauche ich aber noch. Ich muss schnell wieder ins Auto. Ja, doch nicht! Sag mal! Du mach mir mein Auto kaputt! Leute. Macht das mein Gesicht dick? Was ist denn hier? Dr. Death Tattoo! Ich kann mir ein Tattoo stechen lassen, glaube ich. Lol. Ich bin im Tattoo-Laden. Ach so ist das. Wo bist du denn im Tattoo? Ach, ist das ja kein Friseur oder was? Ja, anscheinend nicht. Ich setze mich jetzt mal auf den Stuhl. Tatsächlich, ich bin tätowiert. Ich habe mal Totenköpfe tätowieren lassen und so. Oh, warm. Cool, das, da will ich auch hin. Ist das der Friseur, der aussieht wie ein Friseurladen? Ja, ich glaube. Kratzt irgendwie. Also, und hier gibt es auch noch ein Obsessed Brusttattoo. Ja, das sind mehrere Stühle, wo du dich draufsetzen kannst, andere verschiedene Tattoos stechen lassen. Okay, dann beenden wir einmal die Folge, oder? Oh, scheiße, ein Freshy. Ja, würde ich auch sagen. Explodiert gleich bei mir. Zeitung heb ich noch drück auf. Drück mal Escape. Genau. Ja. So, dann sagen wir mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, wäre schön. Könnt ihr mal schreiben, ob wir uns weiter oben sehen sollen oder jetzt endlich zum Savepoint. Nee, Scherz. Das machen wir selber. Jetzt in der nächsten Folge gehen wir zum Savepoint und gucken mal, was der Konvoi macht, weil irgendwie ist ja dieser Call da in diesem Kästchen drin, in diesem Container. Ja, dann ist der Spooky auch wieder dabei. Aus seiner Sicht könnt ihr auch auf seinem Channel mal gucken. Genau, was natürlich könnt ihr auch bei der Sandy aus ihrem Channel, aus ihrer Sicht gucken, meine ich. aus ihrem Channel rausgucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.